Geschehen Wunder nur bei Heiligen? Nein. Ein herzliches Grüß Gott heute wieder zum Gedanken zum Tagesevangelium. Wir hören heute, Jesus trieb mit seinem Wort die Geister aus und heilte alle Kranken. Dadurch sollte sich erfüllen, was durch den Propheten Jesaja gesagt worden ist. Er hat unsere Leiden auf sich genommen und unsere Krankheiten getragen. Von einem Mann bekam ich dieses wunderbare Zeugnis. Er schreibt, auch ich durfte Heilung erfahren. Ich war dazu mal nicht ganz freiwillig bei diesem Einkehrtag. Meine Frau hatte mich mitgenommen. Ich musste noch vor der Abfahrt zu dem Einkehrtag meine Schmerztabletten einnehmen, damit ich die lange Autofahrt von den Schmerzen her überhaupt aushalten konnte. Ich litt bereits mehrere Jahre unter starken Schmerzen wegen meiner Bandscheibenvorfälle. Ich ging nach Aufforderung meiner Frau zu dem Segen am Ende des Einkehrtages und war seit diesem Moment des Segens komplett schmerzfrei. Der Herr hatte mich an diesem Tag geheilt. Bis zu diesem Tag glaubte ich nicht an Heilungen, bis ich es am eigenen Körper erfahren durfte. Danke, Herr. Lob und Preis sei dir dafür. Eine Frau war sogar aus der Kirche ausgetreten, ihre beiden Kinder nicht getauft. Sie litt unter einer schweren Krankheit. Nun wohnte sie einer Primizmesse bei. Vertrauensvoll empfing sie dann den Primizsegen und wurde augenblicklich von ihrem Leiden befreit. Voll Freude trat sie wieder in die Kirche ein und ließ bald darauf ihre beiden Kinder taufen. Wunder geschehen also nicht nur bei Heiligen, sondern bei jedem, der voll Vertrauen zu Jesus kommt und ihn um Hilfe bittet. Denn Jesus hat all unsere Sünden und Krankheiten auf sich genommen und bietet jedem Menschen Erlösung und Heilung an. Lieber Freund, liebe Freundin, die mir jetzt gerade zuhört, vergiss es nie, dass Jesus niemanden von seinem Segen und seiner Liebe ausschließt. Egal, ob du tiefgläubig oder ungläubig, ein großer Sünder oder vielleicht sogar ein Heiliger, Christ, Moslem, Buddhist, Atheist oder Agnostiker bist. Wenn du kannst, schließe jetzt für einen Augenblick deine Augen und bete zu Jesus. Jesus, du bist wirklich da. Du hast auch meine Leiden auf dich genommen. Wenn du willst, kannst du auch für mich ein Wunder tun. Ich danke dir, o mein Jesus. Im Namen und in der Kraft Jesu Christi von Nazareth, in der Kraft des Glaubens der Heiligen Katholischen Kirche, auf die Fürsprache der Mutter Gottes, des Heiligen Josef, dein Erzengel Michael, Gabriel und Raphael und aller Engel und Heiligen des Himmels, binde, breche und entmacht dich alle Flüche, Verwünschungen, negativen Festlegungen, die euch, eure Familien, eure Wohnungen und Arbeitsplätze getroffen haben, und setze euch frei davon und trenne alles Negative von euch ab, was euch von Menschen, Dingen oder Orten übertragen worden ist. Und ich bitte Jesus, er möge jetzt euch anrühren, berühren und heilen. Und so segne, stärke, heile und schütze euch der allmächtige und uns liebende Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Und euch allen wünsche ich einen gesegneten und wunderschönen Tag.